und herzlich willkommen zum 14. Teil unseres Let's Play Mr. Prepper. Jetzt muss ich doch tatsächlich mal gucken, was habe ich hier im Inventar Schönes drin. Ein Bergbauhelm, genau, den kann ich aufsetzen und zu essen habe ich nichts und ein bisschen Geld habe ich noch. Ja. Sechs Uhr und. So. Dieser Knilch kommt ja heute schon wieder. Ich habe immer noch nicht verstanden, warum. Warum der jetzt jeden Tag kommt. Ich habe die Vermutung, dass es daran liegt, dass ich hier einiges weggenommen habe. Dass er das irgendwie mitgekriegt hat. So, bin ich wieder fit. Der kommt ja irgendwie um, weiß ich nicht, um 14 Uhr oder so. Ach, Moment. Ich muss erstmal, oder habe ich das dabei? Treibstoff mitnehmen, ne? Habe ich gar keinen mehr. So. Ich habe keinen Treibstoff mehr. Warum nicht? Ach, weil er da drin ist. Wie falscher Behälter. Ach, Gold kann ich nicht schmelzen. Okay. Dann habe ich nichts, was ich schmelzen kann, würde ich sagen. Das ist Metall. So, dann bauen wir doch einfach mal so eine Dose. So eine. So eine. Und so eine. Und wenn die wieder vorhanden sind, vielleicht lässt er uns ja dann in Ruhe. Was hat er gerade gesagt? Habe ich nicht mitgekriegt. Da stellen wir eine hin. Da stellen wir eine hin. Da eine hin. Da eine hin. Und gut ist gewesen. So, die Baumstämme zerlegen kann ich auch noch. Ich stelle gerade fest, ich kann mir das sparen.
Der kommt nämlich gleich. So, das decken wir schon mal zu, damit da schon mal Ruhe ist. So, und das verkaufen wir. Das passt doch. Oh Mann, gut, dass ich das vorher abgedeckt habe. Boah, ey. Ja, und? Das war auch schon zugedeckt. Oh, Glück gehabt. Okay. Jetzt ist diese Dose mit einmal ein verdächtiger Gegenstand. Dann nehmen wir die halt wieder weg. Nickerchen machen. Bis 17 Uhr würde ich sagen, dann reicht das auch schon. So. Und jetzt gucken wir mal. Mittlerweile dürfte das ja. Okay, Verdacht nix, das ist in Ordnung. 5.2. Da ich jetzt aber nicht weiß, welcher Tag heute ist. Er sagt mir 5.2. Und hier zeigt er mir aber wieder an, der 28. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Zerlegen wir die halt wieder. Das habe ich dabei, okay. So, ein bisschen Geld haben wir. Dahin, ab in die Mine. Hierher. Das war ja nicht hier, sondern das war ja direkt Level 1. Wo war dann die Dingens haben. Die Maschine haben, genau hierher. Da ist nichts drin, okay.
Dann fahren wir mal in Level 2. Da waren wir mich, glaube ich, noch gar nicht. Das nehmen wir mit. Ich denke mal, wir müssen hier lang, hier hoch, darüber, ne? Um die Karte Level 3 zu kriegen. Ausrüsten. Runter. Nein, oh, runter. Och, ey, das kann's ja wohl echt nicht sein. Kommt der jetzt am 30. erst wieder? Das war ja heute. Okay, das heißt, heute kommt nichts. Das ist gut. Haben wir was zu essen dabei? Nee, natürlich nicht. Also erstmal wieder nach Hause. So. Einmal kurz da hoch. Für eine halbe Stunde ein Nickerchen machen. Wie? Ist fit? Offensichtlich.
Okay, also kurz hierher. Das hier, ups, zu weit runter. Mal gucken, wie groß der Stack sein darf, den wir da. Okay. Das dahin, dann eben schnell hierher. Nichts weiter drin, gut. Okay. Dann noch mal eben schnell gucken, was wir hier noch an Saatgut haben. Guana, Gurken, Orangen, Mais. Sonnenblumen. Okay, das ist also zum Verkaufen geeignet. Das Wasser schmeiße ich hier rein. Genau. Und dann noch mal eben schnell hierher. Die Lebensmittel im Kühlschrank, nicht, dass sie uns vergammeln. So, das wollte ich ja mitnehmen, das wollte ich ja verkaufen. Ach, guck mal, das lohnt sich richtig. Mais, Rübensamen. Karottensamen. Okay. Salatsamen habe ich noch welche. Oh ne, yeah. Die packe ich da rein. So. Und ab dahin. Den Hebel haben wir hier übrigens auch noch nicht gefunden. Soll ich ja vielleicht mal den Wald erstmal absuchen, ob ich da vielleicht irgendwie was finde.
Denn da fehlt uns ja immer noch der Hebel. Holz nehme ich jetzt erstmal nicht mit. Kann ich da notfalls auf dem Rückweg machen. Wichtig ist erstmal hier, dass wir Lebensmittel kriegen. Ja, nun laufen wir ein bisschen schneller. Level 3. Weiter geht's hier nicht. Hatte ich die hier vorne vielleicht noch übersehen? Nein. Also da fehlt uns der Hebel. Dann gehen wir da weiter. Hey, hallo? Da rein solltest du. Aber damit sind wir am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss.